guten Morgen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wo der nächste Dino ist, der um die Ecke kommt und uns einfach killt. Der Boden hier sieht gut aus. Der Boden hier gefällt mir. Ich glaube einfach mal drauf. Hahaha, was soll schon passieren? Vielleicht, warte mal. Das ist ja echt interessant. Ich hätte es irgendwie gedacht, dass ich sofort von Stacheln getötet werde. Jetzt? Alter! Willst du mich verarschen? Am Boden sind überall Löcher und sowas. Und ich werde nicht aufgespießt? Es ist natürlich komplett dunkel, Alter. Wenn ich, man stelle sich vor, man hat keine Fackeln hier. Immer noch nicht? Irgendwoher kommt ein Dino. Weil, warum nicht? Zwei Dinos! War das jetzt der richtige Hebel? War das der falsche Hebel? Ich weiß es nicht. Willkommen zu Dark Souls. Gibt es einen richtigen Hebel? Gibt es einen falschen Hebel? Wir wissen es nicht. Wir probieren einfach mal alle aus. So, bin ich jetzt tot? Nein. Dino. Die Antwort ist Dino. Die Antwort ist nicht, ich bin tot. Die Antwort ist Dino. So. Dann haben wir hier hinten noch irgendwo einen Hebel. Dafür dürfen wir jetzt wieder eine Fackel verwenden. Wollen wir nichts sehen? Und dann haben wir da noch einen Hebel und dann ziehen wir einfach mal an allen und dann sind wir wahrscheinlich gleich tot. Geht's mal hier rein. Holy fucking shit. Ich glaube, ich muss was anderes probieren. Ich glaube, ich muss die Desert-Eagle. Weil die MP5 ist einfach so beschissen, wenn sie angegriffen wird. Sie schießt komplett daneben. Ich bin so kurz davor, mir einfach die Kugel zu geben. Okay. Also. Ich habe alle drei, ich bin aber an allen drei Hebeln gezogen und ich weiß noch nicht mal, was es gebracht hat. Okay, killen wir erstmal den da. Der geht mir nicht auf die Nerven. Der ist tot? Okay. Da hinten. Natürlich sehe ich es nicht. Ich stehe genau davor und sie zieht ihn nicht. So, jetzt kommen noch mal zwei. Dann springen wir mal da hoch. Ups. Zum Glück kommen die hier nicht hoch. Jetzt. Oh mein Gott. Okay. Andere Seite. Jawohl. Ist okay, Lara. Dass da unten jetzt ums Verrecken keine Stacheln hochgekommen sind, wundert mich ehrlich gesagt. Das ist ein Tomb Raider Spiel. Das ist eigentlich das Mindeste, was sie machen müssen. Was hat der jetzt gehabt? Also jetzt noch. Der hat noch. Lieutenant Tucker mein Schlüssel. Oh shit! Du willst mich doch wohl verarschen mit diesen Bastardenviechern. Gott, Alter. Ich will doch nur eine Fackel ziehen, damit ich sehen kann, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe 50 inzwischen. Ich habe inzwischen eine ganze Menge Fackel. Ich wollte doch nur schauen, ob es hier noch was gibt. Südseeinsel. So, Stacheln? Irgendwie mal Stacheln? Hier sind, sieht so aus, als wäre es prädestiniert, als würden hier Stacheln aus dem Boden kommen und mich umbringen und sie tun's nicht! Das regt mich auf. So. Gut. Wir haben jetzt zwei Schlüssel. Jetzt müsste ich mal schauen, ob jetzt sonst noch irgendwas ist, aber ich glaube, hier gibt es dann nichts weiter. Hier müsste ich... Wow, mein Gott, Alter! Du Fuckface, du hässliches!
Was jetzt ist die Frage? Was jetzt? Zwei Schlüssel, beide fürs Flugzeug vermutlich. Da ist das Flugzeug, jetzt muss ich halt irgendwo oben drauf kommen. Und geht es unten irgendwo rein? Kommt man da irgendwo hin? Den Sprung schaffe ich nicht. Das ist zu schräg, da komme ich auch nicht hoch. Da komme ich nicht hoch, das kann man vergessen. Gab es jetzt irgendein Areal, das ich jetzt gar nicht gesehen habe? Aber das wird rutschig sein, ne? Das ist so rutschig. Okay. Nein, natürlich nicht. Uff. Also ich kann mich auch komplett täuschen. Vielleicht muss ich auch ganz anders hin. Aber ich dächte mich zu erinnern, dass wenn man alles hat, man eigentlich zum Flugzeug muss. Aber warte mal, da sieht doch so aus, als könnte man da... Ja, da sieht so aus, als könnte man da hochklettern. Das habe ich jetzt noch überhaupt gar nicht gemacht. Weil ich halt auch irgendwie erstmal hochkommen muss. Null. Jo, so groß bin ich nicht. Da kann ich nicht hoch. Da geht's auch nirgends lang. Natürlich ist auch einfach alles so unglaublich dunkel. Oder warte mal, muss man da von einer komplett anderen Seite auskommen? Es kann natürlich auch sein, dass das das Ziel ist und nicht der Anfang. Vielleicht hier? Vielleicht hier? Nee. Oder? Doch? Ganz eventuell? Boah, das sieht fast so aus, als könnte man den Sprung machen. Aber ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Es sieht nämlich so aus, als würde das eventuell sogar gehen. Aber das sieht fast schon zu kompliziert aus, ja. Gehen wir mal kurz den Weg ab. Da oben ist... Da lässt man sich fallen, also muss man theoretisch auf jeden Fall von da aus kommen. Und da kann man wahrscheinlich nur vom Flugzeug aus sehen. Aber wie kommen wir auf das Flugzeug drauf? Vielleicht bin ich auch komplett falsch und ich habe noch nicht... Nein, das war es nicht. Hätte sein können. So. Nein, das wollte ich nicht. Hör auf, Lara! Hör auf, alle akrobatischen Kunststücke zu machen, die ich nicht kann in meinem Leben. Wir können auf jeden Fall hier schon mal die ganze Zeit links, rechts... Warte mal. Oh, das könnte... Das könnte... Ich kann mich hier hundertprozentig irgendwie an die Kante vom fucking Flugzeug backen. Okay. Kann ich hier von hier aus irgendeinen Sprung schaffen? Warte mal. Kann ich hier? Ich wollte nicht hoch. Ich wollte schauen, ob ich mich noch irgendwo langziehen kann. Aber auch das scheint nicht der Fall zu sein. Okay, mir gehen die Ideen aus. Irgendwo, nein. Ah, wie war denn das? Wie gesagt, das ist so eine Mission, die habe ich, ein Level, das habe ich tatsächlich nur ein einziges Mal gemacht. Und das war... Und jetzt habe ich irgendwie eine Kamera bekommen, eine Kameraperspektive. Die fällt da gleich runter. Das sieht so aus. Come on, das geht doch hundertprozentig. Nein. Zwei Dinger Anlauf. Dann kann ich doch da noch mehr Anlauf, Lara. Echt nicht. Das sieht so aus, als könnte man da perfekt. Warte mal. Rückwärtssprung. Definitiv nicht, was ich gedrückt habe, aber okay. Ehrlich, man rutscht da runter. Ich weiß, es ist gerade hochinteressant, dem Ganzen hier zuzuschauen. Aber auch das ist Tomb Raider. Es lief bis jetzt eigentlich mal relativ flüssig.
weil immer relativ klar war, wo man lang musste. Aber dann gibt es einfach diese Momente. Und die gibt es bei Tomb Raider. In denen du einfach keine Ahnung hast, wo du hin musst. Weil das Spiel versucht, ein bisschen Open World zu sein, ohne dir auch nur ansatzweise einen Clou zu geben, wo du denn überhaupt hin musst. Jetzt kann ich höchstens noch mal hier schauen. Es ist aber alles genau so blöd angewinkelt, dass man eben nicht auf das Flugzeug draufkommt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Vielleicht sollte ich nochmal in den Wasserfall und sterben. Das ist eine Möglichkeit. Ah, nee, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal kurz, ich schaue, was ich machen muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Macht mehr Sinn. Bis gleich. Das Spiel ist manchmal so ein absoluter Hurensohn, es ist Wahnsinn. Wir waren gerade in der Ecke die ganze Zeit unterwegs. Nein, es ist diese Ecke, in die wir hätten unterwegs sein sollen. So, weil dann gibt es hier so einen kleinen Vorsprung und den können wir uns hochziehen. Und dann sehen wir, dass wir absolut nichts sehen, weil alles unglaublich verschissen dunkel ist. Aber mein Bester, oder darüber springen, das wird überhaupt keinen Sinn ergeben, also probieren wir es mal. Oh mein fucking Mann, Alter. Also, wie wir schon festgestellt haben in diesem Spiel, man sieht nichts. Wir sind jetzt in Leveln unterwegs, die sehr viel bei Tag spielen. Nevada war in der Wüste, da hatten wir fast nur Licht. Das ist okay. Indien war schon an manchen Stellen schlimm, aber geht. So, wir sind in Südseeinseln. Das ist eines der... Das ist quasi am Äquator. Es sollte hier eigentlich nur Sonne geben. Schatten existiert eigentlich gar nicht in diesen Ländern, aber okay. Naja, wir haben halt trotzdem irgendwo. Da kann ich mich hochhangeln, willst du mich verarschen? Ach du Fuck, Alter. Wie ist das? Das ist doch kein Ernst. Und dann lasse ich mich hier fallen oder was? Und mehr Möglichkeiten habe ich ja nicht. Okay, scheinbar. Möchte am liebsten eigentlich aufs Flugzeug drauf, aber wahrscheinlich ist es eher die Idee, dass ich darüber gehe. So, also, weil sie noch eine Fackel in der Hand hatte, konnte sie sich jetzt nicht festhalten. Wenn ihr darauf geachtet habt, sie hat die Fackel nicht losgelassen. Ich wusste nicht, dass das eine Spielemechanik ist. Das ist mir jetzt tatsächlich komplett neu. Gut, gut zu wissen. Als sie sich hier oben lang gehangelt hat, konnte sie das mit zwei Fackeln. Das ging. Das war kein Problem. Merkt man, dass ich leichten Hass empfinde? Nein, gar nicht. So, Indien war manchmal schlimm. Nevada war dann in Area 51 und Hochsicherheitstrakt schlimm. Da war es ziemlich dunkel. Südseeinseln haben wir jetzt gesehen, sind manchmal viel zu dunkel. Haben wir irgendwie creepy Musik, ist okay. Also, hier Südseeinseln sind manchmal auch ziemlich AIDS verseucht. So. Und jetzt gehe ich mal davon aus, dass ich mich fallen lasse. Okay. Kamera. Okay. Gibt es hier noch irgendwas Cooles? Ahnung. Ja, wahrscheinlich komme ich von hier aus aufs Flugzeug. London! Mit einer absolute Hure des Todes. Weil London, im Gegensatz zu all diesen anderen Leveln, spielt bei Nacht. Fick-Game, du dummes, hässliches Fick-Game. Und man stelle sich jetzt mal vor, ich hätte nicht speichern können. London spielt bei Nacht. Dieses Level hier spielen alle bei Tag. So, London spielt bei Nacht. Wo soll ich hin? Wo soll ich denn hin, du Fick-Spiel? Du dummes Fotzen-Game. Ich hasse dich. Nein, ernsthaft? Keine Ahnung. Aber offensichtlich ist die Idee, dass ich von hier aus aufs Flugzeug komme. Kann ich da noch rüber? Nein? Nein? Ich habe mich jetzt hier fallen lassen. Also muss ich von hier aus etwas machen. Richtig, liebes Spiel?
Richtig liebes Spiel, oder? So kurz davor, einfach alles abzufackeln. Probieren einfach mal. Vielleicht brauchen wir einfach nur den richtigen Winkel. Nein, das ist nicht der richtige Winkel. Sie hält sich kurz fest. Also es sieht kurz so aus, auch spieletechnisch vom Gefühl her, als wäre das sicherer Untergrund und dann fängt sie an zu rutschen. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weil es reicht nicht, wenn man einfach nur geradeaus auf dieses Ding zugeht oder so. Es ist doch eine absolute Hurenscheiße. Es ist eine absolute fucking Hurenscheiße. Es gibt's nicht. Jetzt habe ich nochmal, vielleicht mache ich was falsch. Vielleicht kann man von hier aus noch irgendwo weiter. Lass mich raten. Ich muss wahrscheinlich jetzt hier runtergehen und mich irgendwo langhangeln. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hätte mich jetzt gerne nach links gehangelt, um zu sehen, ob ich vielleicht einfach falsch liege. Nein. 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 Kann ich da noch irgendwo rüberspringen? Kann ich noch von hier aus irgendwo langhangeln? Nein, kann ich nicht. Ich habe gehofft, dass sie sich einfach das Genick bricht. Ich habe gehofft, dass sie sich einfach das Genick bricht. Aber sie tut es nicht. Sie tut es nicht. Warum bricht sie sich nicht einfach das Genick? Warte mal. Was ist, wenn ich mich festhalte? Was ist, wenn ich mich nicht festhalte? Manchmal ist der Unterschied auch tatsächlich, ob man sich festhält oder nicht. Nein, das ist nicht der Unterschied. Okay, eine Idee habe ich noch, eine Idee habe ich noch, die wird gut, die wird gut. Pass mal auf, die wird richtig gut. Oh Gott, das machen wir gleich nochmal. Okay, ich schaue noch mal nach, was ich machen muss. Bis gleich. Ich bin retard. Das weißt du, das weiß ich. Das ist kein Geheimnis. Das wusste meine Mutter bei meiner Geburt. Fairerweise, dass man sich hier festhalten kann und hier ein bisschen runterklettern kann, war jetzt meiner Meinung nach nicht, oh mein Gott, war jetzt nicht hundertprozentig offensichtlich. Wir versuchen alles, um in dieses Flugzeug reinzukommen und dann ist Rätsels Lösung tatsächlich, irgendwo sich hier runterfallen zu lassen, an der Wand. Ja, die sieht so aus, als könnte man da lang klettern. Jetzt muss ich aber auch ehrlicherweise sagen, ich habe keine Ahnung, wo es dann... Okay, wir stehen vor einem neuen Problem, herauszufinden, was ich dann hier machen soll. So, okay, ich habe eine Idee. Wir wollen wahrscheinlich bis da nach ganz unten gehen und jetzt klettern wir nach links. Oh mein Gott, und darauf so... So ein Bullshit, Alter. Das sind alles so kleine Dinge, die man so vorbeigehend sehen soll. Also, dass man sich da lang hangeln kann, ne? Das ist wirklich nicht... Und jetzt sind wir genau da, wo ich am Anfang gesagt habe, dass... Ich will mir einfach die Kugel geben gerade. Genau da, wo ich gesagt habe, ey, das sieht so aus, als könnte man da hochkommen. Ah, okay. Das sah jetzt nicht so aus, als könnte ich da lang. Aber gut. So, was wird mich hier umbringen? Was wird hier passieren, was mir unglaublich auf die Eier gehen wird und was ich hassen werde mit meiner kompletten Inbrunst? Nichts. Ah, gut, wir können uns wieder irgendwo langhangeln. Davon habe ich jetzt überhaupt nicht genug oder so für dieses Level. Okay.
Also wenn ich das richtig sehe, handeln wir uns hier einmal quasi drumherum. Okay, das ist ganz cool, tatsächlich sogar. Was Lara mit ihren Spargelarmen für eine Oberarmkraft hat, ist schon Wahnsinn, ne? So, müssen wir jetzt hier runter wahrscheinlich. Jetzt müssen wir mal hier schauen, da unten. Wisst ihr was? Wir fallen da jetzt einfach mal runter. Wir schauen, was passiert. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Wahrscheinlich bin ich tot, sobald ich hier runterfalle. Nein! Okay. Wisst ihr was? Wir springen einfach hier rüber. Okay, auch das hat funktioniert. Was passiert, wenn ich weiter runterspringe? Wo sind die Stacheln? Wo sind die Stacheln, die mich aufspießen werden? Da unten! Also. Runterspringen ist schon mal nicht des Rätsels Lösung. Vielleicht komme ich gerade. Warum der Speicherkristall interessiert mich doch nicht mal. Wir ignorieren ihn jetzt einfach mal. Der interessiert mich nicht. Ich will ihn nicht. Kann ich da lang eigentlich hangeln? Man kann sich auch da lang hangeln. Das ist interessant. Aber ich sehe jetzt erstmal da drüben den Hebel. Komme ich daran, ist die Frage. Ach nein, okay. Oder warte mal, warte mal, warte mal. Ja, das ist okay. Also das ist okay tatsächlich. ich wollte jetzt nämlich was anderes probieren. Also wenn ich jetzt hier runter gehe, dann komme ich dahin. Das war okay. Und dann wollten wir da rüber springen. Machen wir einen Schritt so. Und dann könnte ich doch von hier aus, eventuell wahrscheinlich eben nicht. Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Das wird wahrscheinlich genau nicht gehen, oder? Ja, das wird nicht gehen. Okay. Wir probieren. Probieren geht über Studieren und am Ende des Tages werde ich eher an irgendwelchen Stacheln aufgespießt werden wie ein Schwein, das man an einem Grill. Oh, hier ist was. Cool. Vielleicht war es doch richtig. Okay. Okay. Keine Ahnung, ob das richtig war. Aber wir machen es mal. Hier gibt es bestimmt irgendein Secret, wenn ich irgendwo lang springe und langhangle in irgendein Loch, an irgendeine Kante und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass ich hier noch was finden werde. Das wäre ja. Nein. Kannst du dich da festhalten, Lara? Danke. Ich würde nämlich ungern jetzt nochmal sterben. Ich sehe es kommen, Alter. Ich sehe es kommen. So, was machst du denn hier? Okay, cool. Ja, I okay. Ich kann mich an diesen Abschnitt nicht im geringsten erinnern. Nicht im geringsten kann ich mich an diesen Abschnitt erinnern. Also meines Wissens nach ging es jetzt eigentlich nur noch ins Flugzeug und vom Flugzeug aus muss man ein paar Sachen machen und das wäre es dann meines Wissens nach gewesen. Aber scheinbar bin ich ein. Warte mal, muss ich das andere jetzt wieder? Ah Gott, ich muss das andere wieder runter machen. Scheinbar erinnere ich mich da gänzlich falsch. Ich kann mich nicht an eine. Wahrscheinlich geht man nicht mal ins Flugzeug. Ich sehe schon kommen. Wahrscheinlich gibt es einfach in dem Flugzeug gar nichts. Doch, wir gehen definitiv ins Flugzeug. Da war was, da war was. Das bilde ich mir nicht nur ein. Ich bin nicht verrückt, okay? Vielleicht ein bisschen. So. Dann hangeln wir mal hier lang. Und hangeln und hangeln und schauen mal, ob wir irgendwas Tolles finden. Und ich sehe schon kommen, dass ich mich wahrscheinlich irgendwo versehentlich fallen lassen werde, weil ich vergessen habe, wie die Steuerung funktioniert und mein Gehirn einfach aussetzt. Das Schlimme ist auch, ich kann nicht sehen, was unter mir ist. Ob es sich noch irgendwo lohnen würde, runterzuspringen. Für irgendwelche Goodies oder Secrets. Wahrscheinlich irgendwo, ja. Ich kann es jetzt nochmal probieren. Warte mal. Ich weiß jetzt auch nicht zum Beispiel, doch, das sieht schlecht aus, ehrlich gesagt. Ach Gott, ich meine, ich liebe die Kameraperspektive, sage ich ja, wie es ist, aber es sieht wahrscheinlich doch eher so aus, als müsste ich erst nochmal da mich fallen lassen irgendwie.
Wenn ich mich da fallen lasse, bin ich tot. Da geht's nur ins... Ich kann in dem Spiel noch nicht um Ecken klettern, oder? Kannst du? Nee. In Nachfolgeteilen kann sie tatsächlich auch um Ecken klettern. Das ist jetzt eine Mechanik, die gibt es tatsächlich noch nicht in dem Spiel. Was ein bisschen enttäuschend ist. Ich habe auch nirgends die Möglichkeit, mal kurz einfach zu schauen, mich irgendwie umzuschauen. Wenn ich die Kamera drehe, die fokussiert sich automatisch auf ihren Arsch, was toll ist, aber... So, jetzt komme ich auch nicht mehr hoch, wenn ich das richtig sehe. Na gut, ich muss jetzt sterben. Der Zug ist schon abgefahren, ich muss jetzt sterben, weil jetzt will ich hier runterrutschen und dann will ich da runterrutschen und dann rutschen wir da runter und dann rutschen wir da runter. Okay. Weil man halt nicht sehen kann, was um einen rum liegt, wenn man klettert. Und das finde ich ein bisschen komisch. Bin ich jetzt ernsthaft wieder hier? Ah, okay. Naja, gut. Warte mal, vielleicht können wir von hier aus was sehen. Also, wenn ich jetzt... Jetzt, wenn ich den Hebel gezogen habe, dann geht hier die eine Dings nach unten. Aber wir brauchen beide, weil sonst wird es später runter. Das heißt, es müsste noch irgendwo einen Hebel gehen, den ich ziehen kann. Also, irgendwo brauchen wir noch einen Hebel. Irgendwo müssen wir noch eine von diesen Falltüren umändern. Das brauche ich jetzt so, das müsste richtig sein, damit ich erstmal überhaupt rüberklettern kann. Also das müsste jetzt soweit eigentlich passen, was ich sehe. Schauen wir mal. Okay, scheinbar nicht mehr. Eine Fackel wäre jetzt gut, dann könnte ich nämlich sehen, ob ich da weiter kann oder ob ich mich... So, wenn ich die Kamera fokussiere, ja man, oh, genau, so will ich die Kamera. Ey, es ist echt eine Schande, dass sie dieses Spiel nie HD remaked haben. Das bräuchten wir, genau das bräuchten wir, davon brauchen wir mehr im Leben. So, weil ich behaupte jetzt mal, dass ich mich wahrscheinlich hier fallen lassen könnte und dann sterbe. Schade, dass die Leiche nicht weiter runterrutscht. Dass sie noch, nachdem sie gestorben ist, noch von den Leichen aufgespießt wird. So müsste das eigentlich sein. Okay, wenn das nicht das Rätsels Lösung ist, weil der Fall zu tief ist und sie sich nicht mehr festhalten kann, dann weiß ich tatsächlich nicht, was das Rätsels Lösung ist. Das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Da drüben gibt es nichts weiter. Das heißt, das... Nee, das kann es nicht sein. Okay. Genau, was ich wollte. Genau, was ich wollte. Ich habe gesagt, das Spiel wird immer schlimmer. Friendly Reminder, Daily Reminder, Periodically Reminder, PlayStation 1. Ihr könnt nicht überall speichern, wo ihr wollt. Ihr habt vielleicht 3-4 Speicherpunkte für das komplette Level. So wie ich das hier gerade mache, die Stelle in... Ich habe nicht losgelassen. Ich habe nicht losgelassen. Ich habe nicht losgelassen. Die Stelle hier, wie ich es gerade mache, immer und immer wieder zu probieren und vielleicht auch zwischendurch mal zu speichern, das gibt's auf der PlayStation 1 nicht. Auf der PlayStation 1 Version. Exakt selbes Spiel, aber aus irgendeinem Grund haben sie gesagt, hey, du kannst nicht jederzeit speichern, du kannst maximal 3-4 Mal pro Level speichern im Schnitt und das war's. Jeder grüne Kristall, den ihr seht, den ich hier einsammle, ist ein Speicherpunkt quasi. Wie viele haben wir für dieses Level jetzt gehabt? Einen? Einen? Wenn ich mich nicht täusche? Vielleicht zwei? Vielleicht habe ich noch irgendwo einen vergessen gerade, aber ich glaube, ich habe einen gesehen bis jetzt. Der hier in dem Raum. Ich glaube, in der PlayStation-Version haben sie auch noch ein paar mehr hinzugefügt, sogar fairerweise. Aber das macht dann auch den
Das macht dann auch nicht den, wie sagt man dazu? Ich hab irgendein Sprichwort auf der Zunge gehabt. Den Stein nicht kalt? Nee, das ist nicht das Richtige. So, ich kann jetzt hier weitergehen. Und jetzt fehlt mir hier ein Stück zum Klettern. Wenn ich mich jetzt nämlich hier fallen lasse, dann bin ich tot. Das ist also nicht. Und es sieht stark danach aus. Kann ich an der. Oh mein Gott, Alter, diese Kamera ist so nice. Da kann ich nicht mal was sagen. Ich kann jetzt nicht mal wütend sein, dass die Kamera. Also, ich denke, das war für einen, das reicht für eine Episode. Es waren jetzt 20 Minuten, in denen ich sehr viel umhergegangen bin, um zu schauen, was ich machen muss und was ich nicht machen muss. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn ich tatsächlich herausgefunden habe, was ich tun muss. Und dann kann ich auch hoffentlich dieses Level beenden. Weil, wie gesagt, mehr als 4 Episoden möchte ich eigentlich nicht pro Level verwenden. Aber das Level hier ist, wow. An manchen Stellen doch sehr, sehr undurchsichtig mit dem, was man machen muss. Also, wow. Gut, ich würde sagen, bis morgen in alter Frische. Bis dahin.